Ah, Jan wird's lieben. Man kann wieder mein Gegrunze hören. Ich habe das Mikro immer noch nicht runtergeregelt. Hey, meine Single-Cast schlürfenden Whisky-Freunde. Der Whisky-Grinch hier. Ich versuche ja hier etwas lustig und flapsig kurze und mit vielen Schnitten heimgesuchte Whiskys zu verkosten. Aber meine Inkompetenz und Humor müssen heute aber einmal hinten anstehen. In diesem Video geht es um einen zumindest für mich emotional besonderen Whisky. Ich darf euch heute den His Last Choice von Glenburgie vorstellen. Dieser Tropfen ist besonders, weil es nach meinem Kenntnisstand das erste eigene Fassprojekt von Jürgen darstellt. Ich kannte ihn zwar nur als Whisky-Mensch und nicht als Normalmensch, sprich, wir waren nicht persönlich befreundet, aber er hat in meinen Augen die Whisky-Welt erheblich bereichert. Sein Auftreten auf Messen und in sozialen Medien war so herrlich und lässt sich wohl am ehesten mit Genussmensch auf den Punkt bringen. Als diesen vermisse ich ihn in der heutigen Zeit ganz besonders. Aus diesem Grund will ich mich für dieses Video mal am Riemen reißen. So, dann wollen wir das gute Stück mal einschenken. Interessant. Nachdem ich damals keine Flasche erwischt habe, erreicht mich dieser Tropfen als Sample. Die Flasche wurde ganz frisch geöffnet. Ein dickes Dankeschön an den Sample-Spender. Du bist einer der Besten. Hier schneide ich euch ein Bild von der Whisky Base ins Video. Es handelt sich um einen 11-jährigen Glenburgie mit einem First Fill Ruby Port Finish. Ich gebe zu, vor dieser Flasche war Glenburgie für mich ziemlich unbekannt. Und ich erinnere mich auch erst dank dem Sample wieder an die Destille. In Kürze dazu. Die Destille liegt in der Speyside, erzeugt ungefähr 4 Millionen Liter Output und der Großteil dieses Outputs landet in Ballantines und Teacher's Blend. Mit diesen beiden Namen verbinde ich jetzt nicht unbedingt Whiskys, die als Granaten durchgehen. Aber Jürgen hat über den Whisky gesagt, SD war i dick. Also scheiß die Wand, dann ist der gut. Und dann will ich ihm mal einen Vertrauensvorschuss geben. Dann halte ich jetzt mal ganz zögerlich die Nase an das gute Stück. Und dann sehen wir mal weiter. Also was als allererstes tatsächlich in den Sinn kommt, ist helle Schokolade. Und Orangen. Das ist für einen so jungen Whisky ein ziemlich gutes Zeichen, weil ansonsten hatte ich Orange und Blutorange erst bei so richtig langen Lagerungen. Ja, vielleicht noch ein paar Rosinen. Auf jeden Fall ist er sehr süß. Also ich weiß schon, warum das dem Jürgen gefallen hat. Also, um es vorwegzunehmen, toll ausgesucht, toll gefinisht. Ich habe Vanille, Karamell, Brombeere, dunkle Frucht, überhaupt kein aufgepinseltes Finish. Während ich jetzt mit der Kamera rede, kommt ein bisschen eine dunklere Schokolade, die sofort wieder verschwindet. Kakao. Er ist auch nicht besonders, wie soll ich sagen, er ist schon eher trocken, aber
überhaupt nicht aggressiv. Also sehr, sehr schön. Ich nehme jetzt auch gleich mal. Beim zweiten Mal kommen jetzt noch fruchtigere, also hellfruchtigere Noten dazu. Ganz besonders fällt mir jetzt auf, dass Ananas dabei ist. Das kann aber an der Süße liegen, weil Ananas gehört eigentlich jetzt nicht zum Spektrum von dem Tawny. Oder es war kein Tawny-Finish, es war ein Ruby-Pod-Finish. Ach ja, der dritte Video ist und ist nicht gut vorbereitet. Ja, ich habe jetzt zwar noch nicht besonders viele Videos in den Äther geschossen, aber ich wollte zum Ende des Videos das Fazit ein bisschen ändern. Und natürlich leite ich mein Fazit wieder ein mit so Fazit, Preis-Leistung. Der Whisky wurde damals für 90 Euro über den Whisky-Hort vertrieben, wobei sämtliche Einnahmen über den EK hinaus kam Jürgen Schneiders letzter Reise zugute. Von daher ziemt es sich nicht über Geld zu reden. Sternchen von 10. Fairness, sehr. Alter Distille, Finish, steht sauber deklariert drauf. Könnte nur noch besser sein, wenn man sehen würde, wie lange gefinisht wurde. Für mich 8 von 10. Nachkaufen. 10 von 10. Würde ich die Flasche zum alten Kurs wiederfinden, würde ich sofort kaufen. Aber wer sollte sich von so einer Flasche mit, ich sag mal, einer Erinnerung trennen wollen? Das war jetzt ein bisschen ein ernsteres Video. Ich kannte Jürgen nur als Whisky-Mensch und als Whisky-Mensch fehlt er mir. Deswegen ist es für mich ein besonderer Tropfen und deswegen gebe ich da auch eine hohe Bewertung. Er ist aber auch so ein wirklich guter Whisky.